Hallihallöchen und herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play. Ja, wir spielen Through the Woods, durch die Wälder. Ja, das ist ein Adventure-Indie-Game, worauf ich schon länger warte. Schon auf der Gamescom habe ich schon mal ein kleines bisschen angezockt. Es hat Horror-Elemente, deswegen werde ich eine Facecam mit reinmachen, die ihr jetzt noch nicht seht, sondern erst im Game, weil ich bin ja kein Menü-Facecam-Typ. Haha. Ja, ich bin sehr gespannt drauf, wie Horror das wirklich wird. Und ja, wir sind in einem Wald, wie man hier sieht. Also es hier Bäume, Wald, ne? Und hier Haus mit Grün bewachsen und Krähen. Natürlich Krähen sind immer Krähen. Und ich würde mal sagen, wir drücken mal, ich weiß nicht, warum da Fortfahren steht, aber ich vermute mal, dann startet es einfach, weil, naja, ich habe ja noch nichts gemacht. Gut, ich würde mal einfach sagen, wir starten. Also, bis gleich im Spiel. Okay, just keep away from the pier. It's old. I will. Tja, da sind wir wohl jetzt im Spiel drinne. Wir sind scheinbar dieser kleine blonde blauhaarige, blonde blauhaarige, dieser kleine blonde blauäugige arische Junge sind wir hier im tiefsten Wald von, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wo genau wir sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall erst auch einmal. Hallo, auch von mir, ne? Wie gesagt, wir spielen es mit Facecam, weil es Horror werden wird, eventuell. Bisschen nervig, dass der Mauszeiger da ist, aber ist egal. Ja, das ist unsere Hütte. Wir wollen uns ein bisschen umsehen. Wir sind hier mit unserer Mom. Wir können auch rennen, gut. Hier ist das Klo. Schön. Kriegen wir nicht auf, alles klar. Weiß ich Bescheid. Ja, wir sind hier mit unserer Mom auf einen Urlaub. Oder, ja, ich vermute mal, dass das Urlaub ist. Da hinten steht unser Wagen. Sieht verdächtig nach einem Opel Corsa aus. Wobei, jetzt nicht mehr. Kann auch ein Golf sein. Keine Ahnung. Ist ein Fantasiewagen. Und Mama hat uns verboten, nicht auf den Steg zu gehen, weil der alt ist. Wir müssen uns von alten Menschen fernhalten auch. Deswegen, das hat Mama uns... Ah, ist eindeutig ein VW Gjoll. Ein VW Gjoll ist das, natürlich. Dreckig wie die Pest. Aha, aha. Ist denn aber ein Gjoll 6, würde ich sagen. Ah, nee, ist der 7er. Norwegen. Ein norwegisches Kennzeichen. Tja, vielleicht liegt es auch daran, dass die Entwickler norwegisch sind. Ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen umgucken. Noch ist natürlich schönes Wetter, alles hübsch. Und sehr entspannt. Wir rennen mal ein bisschen, weil, ne, es ist einfach zu entspannt. Gut, der kleine Junge wollte hier lang gehen. Wir folgen einfach mal dem Weg. Die Fresse, Vogel. Entschuldigung, bin ich gewohnt von Dead by Daylight. Hübsch hier mit den Blümchen. Einfach mal durchquatschen da, laufen. Ha, was ein Vogel. So. Ist hier ein Weg oder warum wollt ihr hier lang gehen? Hier ist doch nichts. Wir wissen noch nicht ganz, was unsere Aufgabe ist. Oder was im Allgemeinen wir sollen. Außer im Grünen spazieren gehen. Ich meine, es ist schön, ja klar. Da hätte ich jetzt auch irgendwie voll Bock drauf. Weißt du, jetzt irgendwo mitten im Wald so eine Hütte? Das ist echt geil. Habe ich schon mal gehabt, einen Urlaub, 3 Wochen. Im Wald, in der Hütte. War geil. Wir waren aber nicht an einem See gewesen. Schade. Naja. Kommt noch. Gut. Das ist scheinbar der Walking Simulator. So Walking on Sunshine, wie man sieht. Die Sonne scheint. Irgendwo. Also da. Die Sonne sieht nicht sehr sonnig aus. Aber es ist auf jeden Fall richtig schön hier. Das ist genau mein Urlaub, so wie ich ihn mir immer vorstelle. Weit ab von Schuss. Keine Menschen. Ich hasse Menschen. Und ja.
an einen See im Nirgendwo. Gut, der Hintergrund sieht jetzt nicht ganz so toll aus, aber ansonsten finde ich es eigentlich recht hübsch hier. So grafiktechnisch. Da wir ja in der Pubertät sind, würde ich mal sagen, dass wir einfach nicht auf unsere Mom hören, weil wir sind ne, ein kleiner Rabauke. Wir haben unser erstes blondes Haar in unserem Schritt gefunden und jetzt denken wir, wir haben die Welt in der Hand und können hier randalieren. Ist aber schön. S-Ben. Ja, später. Okay, wir kriegen Pizza. Das ist schon mal, also ist schon mal sehr nahrhaft für ein kleiner Junge. Wenn wir gleich einbrechen, wäre es voll cool. Okay, ins Wasser fallen können wir nicht. Ist aber echt schön hier. Muss ich mal so sagen. Warum war da jetzt die Sequenz? Und warum heißen wir warum heißen wir S-Ben? S-Pen ist doch kein Name. Ist das nicht ein Name einer Stadt, wo die Leute Skifahren, die Reichen? Tragen wir deswegen diese Pixeljacke? Man weiß es nicht. So, die Pizza ist im Ofen. Da müssen wir uns natürlich ein bisschen beeilen. Es ist ja bekannt, dass Pizzen im Ofen maximal 3 Minuten brauchen. Wenn man den Ofen auf 500 Grad stellt natürlich. Auf offener Flamme rösten quasi die Pizza. So. Noch ist es ja ganz ruhig, das ist auch mal ganz gut. Guten Tag. E zum Reingehen. Sogar auf Deutsch, ist schön. Das ist unser Mom, das sah aus wie unser Dad. Die Pizza ist im Ofen? Das ist eine bestellte Pizza, Alter. Das ist eine bestellte Pizza aus dem Ofen, oder was? Klasse. Ich will eine Pizza. Mann, essen wir lange. Es war eine Riesenpizza, war eine Family-Pizza. Das haben wir uns verdient. Mom. Hey Mom, wake up. Wake up. You've been asleep all day. Okay, Espen. I'm up. Sorry. Why do you have to stay up so late? You're always tired. Espen, I came here to work. You were supposed to be with your grandparents this weekend. Sorry. Just let me get some coffee. We'll go night fishing down by the lake or something. I just wanted to go to the bathroom, but it's dark outside. I'm sorry. Go get a flashlight and I'll come out with you. Also, für die Taschenlampe, linke Taste. Das glaube ich weniger, dass das die richtige Taste war. Tja, so, jetzt haben wir die richtige Taste. Ja, ich war wohl gerade außerhalb. Ja, ich kann außerhalb klicken. Er fixiert es nicht. Okay. Entschuldigung. Ja, wir sind jetzt also hier im. Naja. Außerhalb. Ja, ich bin. Ja, ich bin gleich da. Warte, ich lass schon mal vorlaufen, dann brauche ich nicht mehr so lange. Gut, wir haben jetzt schon mal eine Taschenlampe. Ich meine, so dunkel ist es jetzt auch nicht. Der Junge stellt sich ein bisschen zu sehr an. Die hat einen Rucksack mit. Nee. Genau, gib mir mal eine Minute. Hier hinten ist doch bestimmt auch irgendwas Interessantes. Okay, wir lassen unsere Mom, die extra einen Rucksack dafür gepackt hat, für die lange Wandertour von der Tür bis zu der Tür, lassen wir dann da erstmal gewähren. Hey, ich muss mal kacken. Geh mal weg da. Gut, die Taschenlampe nehmen wir nicht mit. Wunderschön. Schönes Plätzchen zum Kacken. Ah, wir spielen jetzt die Mutter. Ja, gut, dann nicht. Ciao. We could make some hot chocolate. Mom. Ey, geil, heiße Schokolade. Go away. Just wait up the path. I can't go while you're standing there. Okay, little man. If you say so. Ha! Voll erwischt, du Schlingel! Okay. Okay, wir sollen am Ende des Weges warten.
Ist das der Ende des Weges? Oh, Blümchen. Ich gehe Blümchen pflücken. Are you done in there, Espen? Espen? Ist ein bisschen ungünstig mit der Maus, muss ich sagen. Espen. Der ist ins Klo gefallen. Stop messing around, Espen. I'm not in the mood. Wo ist der Bengel hin? I mean it, Espen. Come out. Komm raus da. Ich sehe dich doch da drinnen. Was? Jesus, Espen. What are you doing? Sorry. I thought I'd see if I could scare you after all. You were getting there. Let's go inside. I don't know if I want to make you hot chocolate anymore. Oh, I was only kidding. I'm sorry. Please, can we have hot chocolate? Okay, but don't scare me again. And you're washing the cups. Okay. Hey, can I go down to the pier in the morning? I want to try catch some crabs. I'm pretty sure you're not going to find any crabs. It's a freshwater lake. Anyway, the pier is broken and dangerous. Please don't go down there by yourself. Fine. But I still want hot chocolate. I'm not going to pretend that I was a great mother. When Espen was born, I found, to my surprise, I felt nothing. My nightmare had come true, and I was left raising a child I didn't love. My friends became distant, and Espen's father and I began to fight. I resented them both, and one day, Espen and me were alone. But as Espen got older, I slowly began to realize something. I did love him. I loved him so much I ached. He became my best friend, my favorite thing, and I lost him. We lost each other, and I don't know if I can forgive myself or Espen. Espen, why didn't you wake me up? Espen, want some breakfast or lunch? We have eggs and bacon. Guess he's out playing. Eggs und Bacon, geil. Also, ja. Wir lieben unseren Sohn nicht. Beziehungsweise, wir haben ihn anfangs nicht geliebt. Ja, ist natürlich ein bisschen bitter für eine Mutter, dass sie ihren Sohn nicht liebt. Ich glaube, das ist so ziemlich wirklich das Schlimmste, was ist. Hier, da ist die selbstgemachte Pizza. Toll, ich bin sehr stolz auf sie. Ja, und, ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch hier so ein Erholungsurlaub, damit man wieder zueinander findet, weil man wohl, ja, ein bisschen sich auseinandergelebt hat. Lesen. Hi, Mom. Ach, kann man auch so. Hi, Mom, du schläfst immer, wenn ich aufwache. Es ist echt langweilig. Ich gehe draußen spielen. Alles klar. Ist ja auch schön. Ist ja auch schönes Wetter draußen. Sollst du ja auch, ne? Lesen. Text. Milch, Brot, Käse, Salami, Pizza, Grandiosa, heiße Schokolade. Der Bengel steht auf jeden Fall auf heiße Schokolade. Das ist schon aufgefallen. Ist echt hübsch hier. Niemand hat... Wir haben heiße Schokolade gemacht und niemand hat sie getrunken? Oh, das ist bitter. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Hier loved our room at the cabin. Espen's reflectors looked nice in the sunlight. And his drawings fascinated me. He soaked up the world, and it bled from his imagination to the page, in pastels and pen. The process always seemed to distill the harsh world into something purer. Mhm. Ein Ritter und irgendein gestiefelte Kater. Das ist der gestiefelte Kater, ich hab's doch gesehen. Da unten ist noch ein Foto von uns, da ist die Weltkugel. Und hier schläft er. Schlafen wir hier mit? Ja, nee, wir schlafen ja irgendwie hauptsächlich auf dem Sofa. Ich weiß gar nicht warum.
So, der Junge ist draußen. Draußen spielen gegangen, aber wir gucken natürlich erstmal, was hier drinnen noch so ist. Oh, da ist ein Eichhörnchen auf dem Bild. Gott, ist das geil. Also süß, also, weißt du? Okay. Geh nach draußen. Das ging schnell. Wir konnten uns schnell anziehen. It's freezing. What is it doing out in this cold? Espen, I hope you're not down on the pier. I told you that thing's dangerous. Das werden wir doch bestimmt sehen können, oder nicht? Wir können doch bestimmt hier auf den See runtergucken. Espen, talk to me, little man. Nee, er will dich erschrecken. Du hast den Bengel echt verzogen, muss ich sagen. Können wir nicht runtergucken? Wo sind wir denn gekommen letztes Mal? Gibt's hier einen See? Es ist so ein bisschen wie Cabin in the Wood hier. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Okay. Ah, ich glaube da unten. Steht da noch jemand? Der ist doch nicht alleine da. Wir joggen mal hin. Da ist ein Boot. Okay, wir können nicht joggen. Alter. Alter, der nimmt den Jungen mit. Alter. Spring. Werf Steine. Das ist knallhart. Komm schon. Gott, hätte sie einen anderen Namen gegeben, denn er ist nicht so lächerlich, der Name. Alter, jemand klaut unseren Sohn. Warum? Ich meine, der ist... Nein. Sruse Wurz. Sru, ich spreche das sehr schön aus. Das sieht nicht so aus, als ob wir hier gerade durch den Wald gehen, ehrlich gesagt. Das sieht mir eher aus wie ein See, aber es passt schon. Ist in Ordnung. Ja, war klar, das Handy funktioniert wieder nicht. Hat sie das... Espen! Hat sie gerade das Handy weggeschmissen, weil es nicht funktionierte? Okay, wir können uns jetzt wieder bewegen. Wo sind wir denn hier? Was... Ich meine, wir können auch rennen, das wäre vielleicht... Wir gehen mal hier durch. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder so. Espen! Shit, this can't be happening. Espen! Scheiße, wo ist der Junge? Beziehungsweise der Mann mit dem Jungen und warum entführt er den? Und ja, ich habe ihm gesagt, der Steg ist gefährlich, weil er alt ist. Da kommen alte Wikinger an. Der hat uns nicht geglaubt, der Bengel. Hier können wir auch noch lang. Ich gucke mich jetzt nicht gerade wirklich um, weil ich nach den Jungen suche. Führt durch Wikinger, das gibt's gar nicht. Das ist hier wirklich alles ein bisschen mittelalterlich, ne? Ich meine, da hinten ist sogar ein Turm. Wir haben keine Waffe dabei. Kommen wir da durch? Ja. Okay. Was? Achso. Was ist das? Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, das Feuer und die Menschen da. Es ist sehr... Es sieht nach einer Party aus, muss man sagen. Espen! Brauchst mir nicht alles nachsagen, danke. Wo ist der Bengel? Warum hat er sich nicht gewehrt? Er hätte sich doch auch wehren können. Ich meine, der hätte ja auch ins Wasser springen können. Der ist ja beinahe freiwillig mitgegangen. Hübsch, ein Bach. Was ist das hier alles? Sind das hier wirklich Wikinger? Ich will nicht bei Wikingern sein. Wikinger sind doof. Ja.
Wir zittern hier wie Espenlaub. Haha, gedünktisch. Ah, ist das aber. Es ist schon hübsch hier. Achso, ja, Espen, genau.